Hallo Leute, ich heiße euch willkommen zu Part 2 von Let's Play Gomu. Wie ihr im letzten Part schon gemerkt habt, feile ich noch ein bisschen an den Mikrofoneinstellungen und an den Spieleinstellungen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich es schaffe, den alten Rhythmus aufrechtzuerhalten, also sprich Montag bis Samstag jeden Tag einen Part zu bringen. Ja, Gomu ist ja schon recht. Aber ich bemühe mich und ansonsten muss dann auch mal ein paar ausfallen. So, jetzt gehen wir nach oben, Gomu, damit du nicht zu lange schläfst. Oh, die Tür schließt sich wieder hinter uns. So, was haben wir denn hier? Oh. Eine Dekontaminationskammer, würde ich mal meinen. So. Aha. Upsi. Puh, wäre fast schief gegangen. Ja, brauchst gar nicht. Oh. Okay. Ist das das, was wir wollten? Mhm. Was ist bitte das? Kannst nicht identifizieren. Wahrscheinlich wieder irgendeine Karte. Da geht's nicht weiter. Da haben wir eine Maschine. Oh. Kann ich hier mit dir irgendwas machen? Bestimmt, das ist hier so eine Art Relay, würde ich mal sagen. Die Frage ist nur, wo das hin muss. Mach mal. Versuch's mal anders. Kann ich hier irgendwas betätigen? Ah, das hier kann ich. Ah, okay. Ah, und hier. Ah, okay. Und da, beim dritten. Na. Beim dritten fehlt das hier. Jetzt aber. Die Frage ist doch aber nun. Was muss ich jetzt drücken? Muss ich irgendwas drücken? Okay. Noch weiß ich nicht, wie das funktioniert. Okay, Spiel, vielleicht einen kleinen Hinweis. Muss ich jetzt alle Positionen einfach durchprobieren oder wie? Weil ich meine, das Licht leuchtet ja, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Und jetzt? Sehr seltsam. Habe ich noch irgendwo einen Hinweis nicht gesehen? Da ist ein Licht. Ja, ich gehe mal wieder rauf. Vielleicht ist da oben noch was. Ah, da unten ist was. Kann das sein? Aber ich kann nicht mehr zurück. Ich dachte mir, vielleicht hätte ich das hier lesen müssen. Aber keine Chance. Ich komme nicht mehr weg. Hm. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das hier die Tür öffnet. Ich probiere es jetzt einfach mal einzeln durch, Leute.
Okay. Ich habe wenig Hoffnung, dass das zum Erfolg führt. Ah, doch, es hat zum Erfolg geführt, Leute. Durch einfaches Ausprobieren. Und jetzt können wir jetzt durch die Tür durch. Was willst du, dass wir tun, Spiel? Na gut, dann gehe ich mal wieder nach oben. Weiß aber nicht, ob das zielführend ist. Ich komme nirgendwo hier hin. Ich muss runter. Ich hätte eben gedacht, dass ich jetzt durch die Tür kann. Na, da will ich eben nicht hin. Ja, Gobo. Ja, gute Frage. Das kann. Doch, den kann ich. Ah! Ich kann das Licht ausmachen. Und was bringt mir das? Also ich nehme mal an, ich sollte das Licht ausmachen, aber warum? Hilfe! Ja, ich kratze mich auch im Kopf. Jetzt klettert er wieder hoch. Das wollte ich ja eigentlich so mal nicht. Ein paar Hinweise, Spiel, wären nicht schlecht. Gibt keine Hotspot-Taste oder so. Ich muss keine, die ich jetzt wüsste. Ich hätte gedacht, kann man da jetzt nicht einfach vorbeilaufen? Ah, da gibt es unterschiedliche Schalter, schaut mal. Okay. Ich dachte schon, das finde ich nicht mehr raus. Sehr interessant. Ah, ich kann auch wieder zurück. Hey, wieso das denn? Nun ja, also was wir jetzt auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass die Musik gekoppelt ist an den Screen und nicht an die Aufgabe. Das könnte man jetzt mal so sehen. Ah. Das haben wir ja im letzten Part auf so einem Schaubild gesehen. Die Frage ist, was wir da tun können. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Mhm.
Okay. Die Frage ist wirklich, was ich da jetzt tun kann. Ich muss bestimmt irgendwas tun, aber die Frage ist, kann ich das jetzt schon? Oder... Oh. Okay. Da ist auf jeden Fall mal was zum Angucken. Guck. Okay. Steine. 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 Maschine. Achso, 1, 2, 3. Also ich hätte gesagt, ein Stein kommt, ich kann die Maschine betätigen und dann wird ein Stein hochgesaugt. Und dann das hier. Alternativ. Da kann ich nur diesen eine drücken. Okay, ich gehe mal nach oben. Und guck mal, ob ich was gucken kann. Durch das Fenster kann man nicht reinsehen. Kein Weiterkommen. Nee. Rätsel über Rätsel, Leute. Gomo hat's nicht leicht. Zumindest nicht mit uns oder mit mir. Kann ich eigentlich hier weiterlaufen? Geht's dann nach rechts weiter? Ja, da geht's nach rechts weiter. Oh. So kann man aber kurze Beine auch alternativ. Okay. Ups. Knöpfchen drücken. Aha. Okay, da wird was angesaugt oder was runter. Purr, das ist aber jetzt mal. Was ist das? Etwas Rundes. Okay. Genau, Gomo, geh mal runter. Kann ich jetzt hier was drücken und dann passiert was Tolles? Hier hat sich auch nichts getan. Ja, ich kratze mir auch am Kopf. Hier habe ich was runtergelassen. Ja. Da ist ein Loch in der Scheibe. Ich habe so das Gefühl, da könnte ich was durchschieben. Das würde dann hier vielleicht rüber transportiert. Ich interpretiere das jetzt mal als Fließband hier. Als Laufband. Und dann auf der anderen Seite könnte ich es irgendwie verarbeiten mit der Maschine. Aber wie? Oder soll hier was runterkommen? Kann ich hier eigentlich jetzt entlang laufen? Ah, das geht. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was das Spiel jetzt an der Stelle von uns will.
Schau doch mal das nochmal an. Was willst du mir sagen? Wie kriege ich denn die Steine auf das Fließband? Das ist doch die entscheidende Frage. Nee, da drückt er immer nur den einen Knopf. Und da tut sich aber nichts. Hängt das... Boah, das wäre natürlich übel. Hängt das mit dieser Maschine im vorherigen Screen zusammen? Dass ich das da noch, deswegen da nochmal zurück kann. Mit der da. Also das nenne ich mal einen sauberen, tiefen Ton. Jetzt ist hier dunkel. Brauche ich mehr Dunkelheit? Oh, das sehe ich den Fall gar nicht mehr. Sorry Leute für diesen Cut. Ich habe mich jetzt mal einfach hier wieder in diese Maschine begeben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob das hier nicht ach je. Und jetzt? Hat das irgendwas bewirkt? Das war auf jeden Fall nicht falsch, nehme ich mal an. Hat das irgendwas geändert? Runter? Ganz runter. Nee, das bewirkt nichts. Ich habe immer... Wir waren doch schon so nah, sag ich mal, so weit. Was muss ich tun? Also dieser Behälter hier ist auffällig, nenne ich es mal. Und dieses Fließband hier auch. Dieser Stein hier vielleicht. Oh! Und nü? Okay, das war auf jeden Fall was ich tun sollte. Muss ich jetzt hier da eine Brücke machen oder so? Ich weiß zwar nicht genau warum. Moment. Na. Was muss ich da tun? Was muss ich da tun? Weiter, so geht's nicht. Was willst du von mir spielen? Ich hab's noch nicht verstanden. Irgendetwas sollen wir hier bewerkstelligen. Kann ich den einfach eigentlich über Kopf machen? Nee, geht nicht. Was ist die andere Position, die ich hier brauche?
Was willst du von mir? Ach, ich kann den Knopf drücken, aber der wird ihm aber nicht angezeigt. Muss ich da jetzt schnell sein? Ja, Leute, aber ich würde sagen, also das Geheimnis dürfte hier irgendwo in diesem Bild stecken. Und ich würde aber sagen, wir... Na, nochmal, ich rufe mal nochmal auf. Entweder ich hier rein. Oder ich kann ihn irgendwie hochsaugen. Na, ich weiß nicht. Wir schauen uns das auf jeden Fall genauer an im nächsten Part, Leute, von Let's Play Gomo. Es wird sehr lustig. Ich glaube, ich muss da erst meine Denke ein bisschen umstellen, wie die Rätsel in diesem Spiel funktionieren. Aber ich bin davon überzeugt, das kriege ich hin mit eurer Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.